Hallo, mein Name ist Christian Bayer. Ich bin Projektentwickler und Initiator von Jugend zufahren hier. Wir sitzen hier am schönen Oerding und wir könnten eigentlich fast zu Fuß hinlaufen. Das ist einer unserer beiden Hauptbüros in Krefeld. Also ich bin damit auch sehr verbunden mit diesem Standort und dieser Immobilie. Der Gut zufahren hier als solcher ist hier für die Region ein ganz besonderes Baudenkmal, weil die Firma Franz Hanil gibt es ja immer noch, oder die Firma trägt den Namen des Erbauers vom Gutshof. Also dieser ist 1836 bis 1837 von Franz Hanil gebaut worden und das Familienunternehmen Franz Hanil erwirtschaftet im Moment 4,2 Milliarden Euro Umsatz mit 21.500 Mitarbeitern. Also quasi diese Wiege des Unternehmens oder der Gründer liegt in dieser Hofanlage, da hat die Familie früher gewohnt und dementsprechend ist dieses Denkmal ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Ich bin Thomas Broersen, ich komme aus Duisburg und das Thema Immobilien treibt mich schon viele, viele Jahre um. Ich arbeite sehr vertrauensvoll, auch seit vielen Jahren, das sind schon fast 10 Jahre, mit der HNG inzwischen zusammen. Meine Aufgabe im Unternehmen ist es, A, Vertriebe zu betreuen, die vielleicht in anderen Bereichen unterwegs sind und die halt bei dem Thema Immobilie als Kapitalanlage aktiv zu unterstützen. Das geht soweit auch dann mit den jeweiligen Vertriebspartnern, Kooperationspartnern, auch die Kunden gemeinsam zu beraten. Das Objekt Gutshof Haniel, da spricht ja schon die Tradition quasi für sich. Eine alte Unternehmerfamilie in Duisburg. Duisburg als Großstadt in Rhein-Ruhr. Das Objekt ist zwar in einer Großstadt, aber man kann schon fast sagen, von einem kleinen Wald umgeben. Wird sehr, sehr aufwendig saniert. Ein großer Teil des Gutshofs wurde schon aufwendig saniert. Und hinter mir sieht man das eingerüstete Gebäude. Hier entstehen 15 Wohneinheiten als Denkmalimmobilien, die sehr aufwendig saniert werden und darüber hinaus auch einen hohen energetischen Wert erreichen. Dementsprechend auch energetisch saniert werden. Natürlich für die Investoren nicht ganz von der Hand zu weisen, ein erheblicher steuerlicher Vorteil, der es im Denkmalbereich mit sich bringt. Wir haben ein klimaeffizientes Haus dort, sodass es einem Neubau wahrscheinlich sehr, sehr nahe kommt. Also für Kapitalanleger ist das Objekt absolut prädestiniert. Insbesondere zeichnet ein Denkmal auch der Nachhaltigkeitsgedanke aus. Das Gebäude ist schon da. Wir müssen für das Gebäude keine neuen Flächen mehr versiegeln. Große Teile des Bestandes können wir nutzen. Also die Grundstrukturen des Gebäudes werden quasi so gesehen wiederverwendet. Und zwar jetzt mittlerweile fast seit 300 Jahren. Wir haben in Zusammenarbeit mit der KfW und Energieberatern dieses Gebäude auch komplett durchkonzeptioniert, dass das Gebäude nach der Fertigstellung auf dem Energieniveau eines Neubauers ist. Also wir bekommen ja auch eine Förderung der KfW, die eine Förderung ist, die in der Form auch für Neubauten gültig wäre. Also für die Entwicklung des Gutshofs sehe ich in erster Linie als hochinteressant, gerade für die Investoren, dass es sehr, sehr aufwendig und hochwertig saniert wird. Somit habe ich einen sehr nachhaltigen Wohnraum als Kapitalanlage. Im Grunde genommen profitiere ich dadurch, dass in den nächsten Jahren einfach die Immobilie für mich arbeitet. Hinzu kommt natürlich auch dann noch der nicht unerhebliche steuerliche Vorteil durch eine Denkmalimmobilie. Das ist nicht ganz unwesentlich. Und jetzt last but not least nicht zu vergessen, dass es ein Energieeffizienzhaus ist, somit auch auf dem neuesten Stand der Technik. Seit 1997 saniere ich hier in der Region Baudenkmäler. Ich habe in dieser Zeit fast 1000 Projekte schon angegangen mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro. Im Denkmalbereich kommt es einfach darauf an, dass Sie einen erfahrenen Initiator haben, der wir sind. Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten ausschließlich mit Denkmalschutz und alle Abstimmungen erfolgen durch uns. Sie als Investor brauchen sich um nichts zu kümmern, sondern können sicher sein, dass wir alles für Sie erledigt haben und durch unsere Abstimmung, durch unsere Expertise, Ihren steuerlichen Vorteile dadurch gesichert sind. Wir verwalten im Moment etwa 3000 Einheiten hier in der Region.
Also wir haben einen ganz klaren Fokus auf reine Wohnimmobilien. Wir verwalten keine Gewerbeimmobilien. Wir verwalten ausschließlich für Kapitalanleger. Und im Regelfall sind unsere Gebäude denkmalgeschützt.